Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play Terraria. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den letzten Folgen. Ich hatte sie auf jeden Fall und war auch sehr erschrocken, als das Monster auf einmal hier vor der Tür stand. Ich habe gar nichts gemacht, soweit ich weiß. Ich habe auch noch nicht nachgeforscht, wo das jetzt genau herkam, aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen, da ich schon gerne wissen möchte und ich habe es ja auch fast besiegt, sag mal so, ne? Deswegen hätte ich auch gerne eine Revanche, wo ich es dann fertig mache und ich hoffe, was Gutes bekomme. Also ich gehe mal davon aus, dass das irgendwas wird. Ich weiß einfach nicht, wo es herkam. Ich habe ja nicht. Es lag ja nicht an diesem Hasen, dass ich den getötet habe. Das war ja nur so ein Scherz. Aber naja, werden wir bestimmt noch mitkriegen. Und es wird bestimmt das Letzte sein, so wie ich das jetzt sich anfühlt hier. Ich werde einfach weitermachen, wie ganz normal, und hoffen, dass jetzt nicht nochmal etwas passiert. Das Einzige, was ich jetzt vorher noch machen werde, ist, wenn ich genug Holz habe. Habe ich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt als erstes Holz sammeln, glaube ich. Und bauen noch eine Etage dran. Oder wir bauen das noch ein bisschen weiter. Ich weiß noch nicht genau. Denn es soll ja noch mehr geben. So wie ich das, glaube ich, mitgekriegt habe. Und mal irgendwo gelesen hatte. Von diesen Bewohnern. Und ja, wir haben natürlich kein Zimmer mehr. Deswegen kommt da natürlich auch nichts mehr, ne? Also gehen wir schön auf. Na komm, Tür, geh auf. Danke, mach wieder zu. Ja. Nee, also ich hoffe, ich bekomme deine Revanche. Ich würde ihm gerne nochmal hier die Leviten lesen oder zeigen. Einfach nur. Ich war ja nicht vorbereitet. Ne? Da darf er nicht einfach auftauchen hier. Das geht ja nicht. Also, ich weiß nicht. Nett war das nicht, also überhaupt nicht. Naja. So, bauen wir das hier auch noch mal kurz ab. Oh, da kommt schon der erste Zombie. Ach, aber vor denen habe ich mittlerweile nicht mehr so viel Angst. Außer sie kommen Schatten. Kaum habe ich ein Wort gesagt. Fünf. Aus einem mach fünf. Naja, ist ja klar. Ja, macht mir keine Angst. Zack, 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 zack. Hier, ich mache euch schon mal, wie ich euch fertig mache. Mein neues Schwert ist einfach unbesiegbar. Ja, ich bin heute auch mit einem neuen Mikrofon unterwegs. Ich hoffe, man hört es auch, weil sonst hat sich das alles nicht gelohnt. Aber deswegen hat es jetzt mit den Aufnahmen auch ein bisschen gedauert, weil ich jetzt erstmal das Mikrofon eingestellt habe und. Und, so, na los. Ja, wie gesagt, ich hoffe, man hört einen Unterschied oder ich höre mich auf jeden Fall vernünftig schön an. In meiner traumhaft schönen Stimme. Kann ich das ja alles nur gut anhören, ist ja total logisch, aber naja, werden wir sehen. Oder hören, eher gesagt. Zudem habe ich auch ein neues Betriebssystem drauf. Und das hat auch alles ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ja, wieder alles eingestellt, etc. Ich weiß nicht, manche werden es wahrscheinlich von euch kennen. Und ja, das hat deswegen jetzt ein paar Tage gedauert. Aber es hat jetzt alles bis jetzt funktioniert. Also wenn jetzt irgendwelche Fehler auftreten, da kann ich jetzt nicht viel für. Das ist jetzt die erste Aufnahme. Aber bis jetzt lief eigentlich alles ganz gut. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. So, ich hoffe, ihr seht noch was. Guck nochmal kurz auf meinen Monitor, ob ich die richtige Einstellung habe. Nee, habe ich nicht. Ihr dürftet, genau. Ja, ich habe so einen schönen Gamer-Monitor. Von BenQ und der hat ganz viele Profileinstellungen, sagen wir mal so. Oder ich habe da ganz viele eingestellt. Und ich sag mal so, ich kann ja auch fast im Dunkeln. Nein, nicht ganz. Wenn es wirklich dunkel ist, sehe ich auch damit nichts mehr. Aber ich sag mal so, bei mir war es gerade noch richtig hell. Und ich sehe ja gerade, ihr habt kaum noch was gesehen. Ich hoffe, ihr habt den Kampf auch einigermaßen mitbekommen gerade. Ich laufe gerade so schön im Dunkeln darum. Ich versuche das aber, wie gesagt, immer auszumachen, damit ich auch das sehe, was ihr später seht. Weil das jetzt im Prinzip nur ganz normale Einstellungen, wie ich das hier habe. Ist die farbenfrohe Version, sagen wir mal so, und da ist halt auch nicht so viel Helligkeit drin, nur viel Sättigung. Heißt, schwarz ist natürlich auch sehr schwarz. So, hier haben wir noch eine Sternschnuppe. So, da geht es nicht lang, aber da oben irgendwas, ich weiß nicht, seht ihr das auch? Da oben ist immer irgendwas. Soll das der Mond sein? Aber warum hat denn der einen Ring um sich?
Ich komme gerade nicht auf den Namen, Verzeihung, wie diese Ringe heißen. Oh, da kommt noch eine Sternschnuppe irgendwo. Gehen wir mal schnell hin, machen wir mal dazu. Da drüben. Gucken wir da nochmal nach Holz. So, nehme ich mal die Fackeln. Oh, ein Ruckler. Na? Hoffentlich bleibt das der einzige. Hier ist auf jeden Fall besseres oder größere. Sind auf jeden Fall größere Bäume unterwegs. Das ist natürlich schon sehr gut. Dann bauen wir uns die mal hier ab. Ich weiß, ich muss auch unbedingt mal... Entschuldigung, ich wollte dir nichts tun. Also wenn du da einfach reinfliegst, dann kann ich da auch nichts für. Also, wirklich. Was wollen die denn von mir? Da kommt noch eine Sternschnuppe rechts. Mal gucken. Erstmal in Ruhe hier noch ein bisschen abbauen. So. Was ist denn da los? Warum ruckelt das denn? Es tut mir wirklich leid. Solange es sich jetzt so im Rahmen hält, ist es ja noch aushaltbar, aber ich werde versuchen, mich darum zu kümmern. Unsere Mikrokler sind immer merkwürdig. Bevor die Fragen kommen, an meinem Rechner liegt es nicht. Das ist, kann nicht sein. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Kann natürlich sein, dass ich noch irgendwelche Treiber oder so vielleicht vergessen habe, die das Spiel noch extra benötigt. Aber normalerweise sollte es sich, wenn vorher beschweren und nicht mittendrin, einfach abstürzen, sagen wir so. Was ich natürlich auch sofort ausprobiert habe, ist, ja, das Spiel zu minimieren mit einer Aufnahme. Funktioniert immer noch nicht, also ich weiß nicht, woran es liegt. Da kann ich echt nicht, also ich komme da nicht hinter, also. Ich dachte jetzt, so schön, als neu installiert, hat es auch weniger, irgendwelche weniger Probleme. Und, nö. Also, sobald ich es minimiere, ist es aus. Ist ja nicht so schlimm, ich soll ja auch hier spielen, oder ich will ja auch hier spielen und nicht minimieren. Aber dann kann ich, muss ich mal mir den zweiten Monitor hier hinstellen und dann im Fenstermodus oder da drüben halt die anderen Sachen offen haben, die ich eventuell gebrauchen könnte. So, alles schön hier abnehmen, abbauen. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was. Das könnte auf jeden Fall reichen, da oben ist die Sternschnuppe. Ich glaube, ich muss das aber noch höher bauen hier, die kommen sonst hier nicht rein. Die können auch von innen rein. Ich versuche es erstmal hier drüber. Huch. So. Und sollten sie schaffen. So, Holz, Holz, Holz. Ich habe keine Eiche. Na, ich pflanze erst schnell Bäume. Bevor ich jetzt unterwegs bin und nichts mehr habe irgendwann. Ich weiß auch nicht, kann man die irgendwie schneller wachsen lassen? Gibt es ja auch Knochenmehl, wie bei Minecraft oder so. Ich will auch nicht alles nachgucken, weil irgendwie muss man auch vom Spiel erwarten können, dass man das alles selber rausfindet. Entweder steche ich mir zu blöd an, das wurde mir irgendwie schon alles mal verraten. Oder es ist einfach noch nicht so weit, dass man das irgendwie mitbekommen hätte. So, das waren erstmal jetzt ein paar Bäume. Vielleicht wachsen die auch nur, wenn es regnet, ich weiß es nicht. Oh, ich sehe auch gerade noch, dass ich auch noch die Fraps anhabe. Oben links, wenn da jemand mal gucken möchte. Ja, auch nicht so schlimm. Sind ja 60. Ich sage ja, normalerweise soll es an meinem Rechner nicht liegen, wenn hier so ein Mikrokler ist. Das kann ich, na, da war nichts drin. Wo waren sie denn da dann, ne? Habe ich keine mehr? Achso, okay. Ich dachte, ich hätte noch Setzlinge, die ich da noch reinmachen könnte, aber okay, dann nicht. Dann nicht, dann nicht, dann nicht. Dann bauen wir uns hier oben mal die Bude zu Ende. Eine? Ich weiß gar nicht. Ah! So, komm. Vorsichtig. Vorsichtig. Zack. Und darunter. Los. Ja. Eigentlich reicht das, wenn ich so mache. Und die dann da mal wieder raus. Ich weiß auch nicht, warum ich hier die mit der Spitzhacke abbauen muss. Mit der Axt geht das hier nicht mehr. Also, das gilt nur für Bäume anscheinend. So, mache ich das gleiche. Mache ich das hier auch nochmal? Ach ne, ist ja nur deren Wohnung. Ich muss da ja nicht rein. Wohnwand. Also hier die Holzwand brauche ich aber noch. Wohnwand. War ja ganz falsch. Habe ich noch was dabei?
Nicht so die Sterne. Wir könnten uns wieder einen neuen Mana-Kristall machen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Matschblock. Da ist die Holzwand. Da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr von. Da stellen wir uns dann noch was her. Da. So. Das Hopfen. Ah, machen wir noch ein bisschen mehr. Zack, das sollte auf jeden Fall reichen. Hm, hier mal schön die Tür wieder zumachen. So, und hier schön. Da, 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 da. Hey. Dann los. Dam, 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 dam. La, 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 la. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass es auch ein paar Leute interessiert hier, was ich mache. Und mir auch regelmäßig Feedbacks geben. Einen großen Dank hier auch an den Minecraftler. Der schreibt mir echt fast unter jedem Video einen Kommentar oder schreibt mir sowas. Das ist immer ganz gut, wenn man da nicht so ganz alleine steht. Das freut mich auch sehr. Und ja, es waren auch schon ein paar andere. Ich wollte es halt nur ihn direkt hervorheben, weil er echt fast sich bei jedem Video meldet. Ist auf jeden Fall sehr nett. Dann kann ich jetzt seinen Namen hier auch gerne mal sagen, wenn ich hoffe, das ist okay. Man muss sich ja auch mal ein bisschen gegenseitig unterstützen. Wie gesagt, es wäre nur so, also wie gesagt, ich erreiche ein paar die Leute, die vielleicht die sich auch noch angucken. Ich weiß ja nicht, wie viele sich wirklich angucken. Die können doch, brauche ich überhaupt? Ein zu wenig gemacht, Idiot. Die können aber auch, wie gesagt, gerne etwas dazu schreiben. Also die können mir gerne Tipps geben, die können auch gerne sagen, von wegen mach mal das oder mach mal das, wenn es diese Leute gibt. Keine Scheu, ich beiße nicht. Ich bin für, egal was ihr schreibt, also außer ihr beleidigt mich irgendwie. Ah, was ist mit dieser Tür? Irgendwie oder so. Bin ich auch niemals böse oder irgendwie. Aber ja, ich würde mich halt freuen, wenn halt auch so ein Feedback kommen würde. Aber das ist, wie gesagt, eure Entscheidung. Ich will hier niemanden bedrängen. Nur ihr braucht keine Angst haben, falls ich überhaupt noch andere Zuschauer habe. Normal, also ich habe auf jeden Fall mehr Views. Also werden es anscheinend auch ein paar gucken, hoffe ich. Das war falsch. Wo ich denn die Wohnwand hingeschmissen da? So, ein Holz wieder aufgesammelt. Zack, da war noch ein Loch. Lichtquelle, 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 Lichtquelle. Ach so, ich brauche ja auch noch Tisch und Stuhl. Zack. Na komm, wo sind sie denn? Ah, warum den ganz unten? Hier ist das doch eh leichter. Eins. Eins, zwei, drei. Und den Stuhl, Tisch. Eins, zwei, drei. So, das sollte reichen. Wo sind sie? Da. Hm, egal. Kann ich jetzt gleich auch noch drehen. So. So. Einmal testen. Haus, Behausung. Ist geeignet, ist geeignet, ist geeignet. Perfekt. So, dann kann ich mir das jetzt hier wieder reinziehen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Da war schon wieder ein Ruckler, aber da ist jemand eingetroffen. Sofort. Zumindest glaube ich, dass es nur einer war. Der Demolist, ich glaube, das ist dieser Sprengmeister. Habe ich meinen Bomben mit? Ja, mal gucken, was der so kann. Dynamit, mein ganz spezielles Heilmittelchen. Für alles, was schmerzt. Für alles, was schmerzt, ja. Ich dachte, der kann mir jetzt irgendwas beibringen oder so. Irgendwie habe ich das alles falsch verstanden. Ja, kann ich kaufen. Schön. Was bringt mir das jetzt? Also, ich meine, ja, man kann die Bomben gebrauchen vielleicht, aber ganz ehrlich. Ich dachte irgendwie, weiß ich nicht. Dann kann man neue Sachen, aber irgendwie sind das alles nur so Verkaufsschnösel. Mehr geht auch nicht, ne? Hm. Ja, keine Ahnung. Ich werde mir da jetzt nicht mal ein Geld verschwenden. Also ich weiß nicht, ob es jetzt verschwenden ist oder nicht, aber weiß nicht. Im Moment komme ich auch so gut klar. Also lasse ich das erstmal so. So. Dann hatte ich vor, glaube ich, dass wir jetzt einfach mal hier runtergehen.
Ich leuchte hier nochmal ein bisschen aus. Hier ist irgendwie sehr dunkel. Klappt das noch? Nein, klappt nicht. Ach. Oder? Genau, wir haben nämlich keine Steine mit. Erstmal ein paar Steine noch mitnehmen. Und dann gehen wir nochmal nach unten. Aber nochmal einen anderen Weg, weil den Weg, den wir jetzt gerade hoch oder letztes Mal hochgebraucht haben, der ist eindeutig zu lange und das ist ja auch langweilig. Also es dauert jetzt vielleicht auch länger, aber vielleicht findet man dabei noch was anderes. Mal gucken. Mal sehen, mal sehen. So, keine Steine. Was habe ich denn mit meinen Steinen gemacht? Weiß das einer? Das wäre irgendwo vergessen, ich Idiot. Ah, hier sind sie. Ich bin kein Idiot. Ha, ist das toll. Ich habe ja schon... Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. So, ein Steinchen drauf und eine Fackel drauf. So, und hier will ich... Sowas hier. Los. Und dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Es ist ein bisschen sehr dunkel gerade. Sand. Ne, Matsch. Doch Sand. Oh. Das ist jetzt irgendwie doof. Ich muss mal gerade gucken. Geklappt. Überall Wasser. Das ist ja irgendwie nichts Neues, ne? Also hätte ich mir auch denken können. Oh, dann gehen wir mal... Ah, ist das dunkel? Also ich weiß gar nicht, wie ihr was sehen könnt. Wenn man das am Tag gespielt mit der Sonne drin, ist das ja echt ätzend. Normal habe ich das immer schon später aufgenommen oder bei schlechterem Licht auf jeden Fall. Ich habe leider keine Rollos. Ich habe nur so... Ja, die das ein bisschen abdunkeln. Ach komm, hängen wir da einfach was mal hin. Oh, noch mehr Wasser. Meine Herren. Tja, das war wohl nichts, ne? Oder es war wohl nix. Ein Satz mit X und so, ne? Ah, das könnte vielleicht jetzt mal Kupfer sein. Dann machen wir das jetzt ein bisschen anders. Dann nehme ich mal hier. So, geh mal kurz hier rüber. So. Mal kurz Licht machen. Oh, hier sollte schon reichen. Dann gehen wir einfach mal hier runter. Da kommt schon wieder irgendwas. Natürlich wieder Wasser. Und Silber, glaube ich. Ich sollte mir, glaube ich, irgendwie so Leuchtdinger mitnehmen. Ich glaube, ich gehe mal nach oben und guck mal schnell, ob ich mir hier so Leuchtstäbe machen kann. Ich glaube, die sind jetzt nicht verkehrt. Oder kann ich mir die jetzt machen? Nein. So, erstmal wieder raus hier. Das nervt. So, wieder nach oben. Da sind ganz viele Blubs. Aber ich glaube, von diesem... Dings haben wir noch genug. Ich hoffe, man braucht nicht für jeden Leuchtstab auch jetzt. Oh, mal gucken. Das geht nicht. Wir müssen uns bestimmt hier. Was braucht man nochmal für Leuchtstäbe? Was sind denn hier unsere? Haben wir die da? Ne, Glibber haben wir dabei. Was braucht man für Leuchtstäbe? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ein Pilz? Ach, Kacke, was braucht man denn für Leuchtstäbe? Leuchtwurzel vielleicht? Ich nehme mich einfach mal. Ach, hier sind die Eichel. Die habe ich vorhin gesucht. Leuchtwurzelsaat, das brauche ich jetzt. Das kann nicht sein. Lasse ich auch erstmal so. Was jetzt? Hm.
Ich versuch's nochmal. Nein, das war auch nichts. Ich glaube, die waren zumindest oben. Hätte ich mal wenigstens einen noch, ey. Dann könnte ich wenigstens nachgucken, wie. Ah, egal. Vielleicht finde ich ja noch einen irgendwo. Da in so einer Kiste ist ja meistens irgendwo einer drin. Ja, tut mir leid. Also, ich habe mir das nicht gemerkt, wie die funktioniert haben. Das ist ein bisschen doof. Naja. Ah, ich gucke gerade auf Uhr. Wir machen dann auf jeden Fall für diese Folge wieder. Huch. An das Mikrofon kommen. Entschuldigung. Für diese Folge wieder Schluss und machen natürlich, ich spiele jetzt hier wieder weiter, aber erstmal ist die Folge vorbei für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.